Bei dieser Figur schaue ich immer auf diesen Viererturm. Hier mein Spick, was U und G bedeutet. Also dieser Viererturm steht hier, hier liegt er, der Körper wurde also nach vorne gekippt. Dieser Viererturm hat jetzt einfach, ist nach links gekippt worden. Ihr seht, vorher war da, jetzt ist er nach links gekippt. Der Viererturm steht jetzt, der ganze Körper wurde nach hinten gekippt. Und jetzt ist der Viererturm besser sichtbar. Es gab also eine Drehung im Uhrzeigersinn.